bin in der Journalistenakademie, weil ich mich weiterbilden möchte im Bereich der Pressereferentin. Besonders gut gefällt mir die Arbeit mit den Dozenten hier, die uns Einblick in ihre Praxis geben, in die Praxisprojekte, dass wir hier viel testen können, die unterschiedlichen Medien kennenlernen, sozialen Medien testen. Ich habe in der PR angefangen und habe dann die letzten Jahre als Online-Redakteurin gearbeitet und mir hat eigentlich immer die Arbeit mit Menschen gefehlt in den letzten Jahren und ich würde gerne wieder anknüpfen in der Pressearbeit. Die Journalistenakademie ist dann sinnvoll, wenn sich ein neuer Lebens- oder Berufsabschnitt anschließt. Das kann kurz nach dem Studium sein, kann aber auch einige Jahre vor Ende des aktiven Berufslebens noch sinnvoll sein. Ich bin eigentlich hier, weil ich hoffe, auch als Blinder die Möglichkeit zu haben, einen Job zu finden, wenn möglich sogar einen Job, der wirklich abwechslungsreich und interessant ist. Schreiben ist schon was, wo ich talentiert bin, was ich auch gerne machen will. Aber auch in der Bereich Audio kann ich mir vorstellen, dass ich da mehr hingehen könnte, vielleicht sogar Richtung Radio mal schauen. Ich würde den Kurs auf jeden Fall weiterempfehlen, speziell eben auch an Blinde, Sehbehinderte. Blinde werden, glaube ich, nirgendwo auch annähernd so gut unterstützt. Ich mache den Kurs Online-Redakteur Crossmedia. Mir geht es eigentlich sehr oft so, als wenn ich aus dem Kurs rausgehe, denke ich mir, boah, das war jetzt richtig gut. Zum Beispiel WordPress fällt mir jetzt ein, was man wirklich damit machen kann, wie man eigene Blogs und Websites gestalten kann. Das ist schon wirklich faszinierend. Die Betreuung hier an der Akademie ist sehr persönlich und sehr nett und man hat eigentlich schon das Gefühl, dass er wirklich auf die Wünsche eingegangen wird. Also ich habe zum Beispiel, hätte gerne den Kurs Typo 3 gehabt, ergänzend zu den anderen Content-Management-Systemen, die hier normalerweise unterrichtet werden. Und dem Wunsch wurde sehr gern entsprochen und der Kurs wurde extra sozusagen für mich noch eingeführt. Ich arbeite schon sehr lange in der Journalistenakademie. Mein Schwerpunktgebiet ist Schreiben für neue Medien. Da geht es wirklich darum zu lernen, warum man für Online-Medien, sprich für Bildschirmmedien, anders schreiben muss wie für Printmedien im klassischen Sinne. Und ich wünsche den Alumni, dass sie mit den Erfahrungen, die sie hier gemacht haben, wirklich im realen Leben weiterkommen.